Oh, Papa braucht wieder Geld für Bier. Werbung! Jungs, wir sind ja mittlerweile alle ein bisschen in die Jahre gekommen, sag ich mal so, ne? Das Ablaufdatum kommt immer näher. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als man sich früher noch im Kiosk Zeitungsmagazine kaufen musste? Da hat man die zwei, dreimal ein bisschen durchgeguckt und auf einmal klebten die Seiten so aneinander, dass man die einfach nicht mehr auseinanderbekommen hat. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Gott sei Dank sind diese Zeiten jetzt vorbei, denn es gibt jetzt die wundervolle Readly-App. Und zwar ist die Readly-App einfach eine App für alle deine Lieblingsmagazine und Zeitungen. Da kannst du über 5000 Zeitschriften unbegrenzt jederzeit und überall einfach an deinem Smartphone lesen. Ich habe auch gehört, auch ein paar Tageszeitungen sind auch da drin, ne? Und ich habe gehört, das kostet nur 9,99 € pro Monat und es fallen keine zusätzlichen Kosten an, es ist jederzeit kündbar und demzufolge keine Abo-Falle. Ihr müsst euch das quasi vorstellen wie ein Musikstreaming-Dienst, bloß für Magazine. Und das Geile ist, kennt das ja sicher, ihr steigt irgendwann bei einem Magazin ein und merkt so, oh scheiße, ich feiere das richtig doll und wollte gerne die alten Ausgaben haben, aber die gibt es nicht mehr. Bei Readly ist es anders, ihr findet dort auch die alten Ausgaben. Und das Coole ist, also es gibt da wirklich, wie gesagt, wie Tommy schon meinte, 5000 Zeitschriften insgesamt, auch internationale Magazine. Also es gibt zum Beispiel sowas wie den Playboy, ja, da kann ich dann die Frauen sehen, die ich nicht daten werde. Da gibt es die Automotorsport, wo ich Autos sehen kann, die ich nicht fahren werde. Und die National Geographic Traveler, wo ich Länder sehe, die ich nicht bereisen werde. Also insgesamt eine wundervolle Sache auf jeden Fall. Und das Tolle ist, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir ein ganz spezielles Angebot. Und zwar könnt ihr 2 Monate für nur 1,99 € abgreifen, indem ihr auf die Seite geht, readly.com/sinn. Bei Readly könnt ihr auf jeden Fall auch Familienaccounts machen. Das heißt, ihr könnt bis zu 5 Profile erstellen. Und was richtig geil ist, ihr könnt die Sachen halt auch runterladen und offline lesen und seid nicht auf Internet angewiesen, wenn ihr im Zug oder sonst wo sitzt. Was man natürlich auch noch vielleicht anmerken sollte, ist, dass das insofern auch eine extrem coole Sache ist, weil es jede Menge Papier spart. Und das ist in Zeiten heutzutage Nachhaltigkeit, dies, das, eine sehr sinnvolle Sache. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ist ein absoluter Pluspunkt für die Readly-App auf jeden Fall. Ich werde sie mir auch holen, 2 Monate für 1,99 €. Yay! So, das reicht dann auch, ne? Komm, weiter jetzt, du. Okay, Jungs, ich habe ja schon erzählt, ich habe ja seit letzter Zeit ein Auto. Und direkt, ich habe so einen der größten Fehler gemacht, die man mit dem Auto machen kann. Und zwar habe ich unter einer Sommerlinde geparkt. Weil auf den Linden drauf, auf diesen Blättern, sind ja diese komischen Scheißviecher und die kacken da so klebriges Zeug runter. Er klebt mein ganzes, Sohn. Ja, ohne Scheiß. Ey, mein Auto, ich hatte das einen Tag und das Ding war von oben bis unten voll mit diesem Nektarkack. So. Ich habe es aber dann natürlich auch nicht gewaschen und so gemerkt, so, ich fahre morgens zur Arbeit und ich komme wieder aus der Arbeit raus und denke mir so, Dicker, was ist das denn für ein hässliches Auto? Und mein Auto ist halt weiß und das war komplett übersät mit diesem Scheiß und das Zeug zieht halt Wespen und Fliegen an, ohne Ende. Oh nein. Ohne Scheiß. Ich bin den ersten Tag in der neuen Arbeit, überall stehen die Autos der Arbeitskollegen und ich komme da an und habe einfach, mein Auto ist übersät mit Wespen und Fliegen und ich dachte mir so, nee, ey, das war ganz, ganz traurig. Dann hast du schön so einen Daddy-Joke hinterher gerufen und meinst, hier, guck mal, ihr habt eine Vespa. Oh nein. Ich wollte die Situation abschärfen, von meinem Auto ablenken. Ich habe ihn nackt ausgezogen, mit Kacke geworfen. Ohne Sinn und Aber. Hallo. Hallo, ihr hübschen, geilen Hunde. Wollen wir das diesmal professionell machen? Also, wie wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben. Hallo, willkommen zu Ohne Sinn und Aber. Mein Name ist Daddy Who. Mein Name ist Schwarz. Mein Name ist Tommy, hi. Hallo, na? Klingt ja wie so ein geiles Telefonsex-Date hier, wie wir hier ins Mikrofon reinschnurren. Das ist ja auch ganz wichtig, wir müssen ja die Boomer-Quote oben halten, ne? Das sind die reichen Leute, die hier die ganzen Placement-Sachen kaufen, damit wir öfter angefragt werden. Deswegen musst du immer deine Telefonsex-Stimme einsetzen, so bei Podcasts, das ist ganz wichtig. Sollte ich also auch erzählen, dass ich jetzt zum Beispiel in die Bäckerei gehe und mir dort mein Spritzgebäck wirken lasse? Alter, ich höre, das war in der letzten Folge. Ich habe mir diesen Lachflash auf jeden Fall 3-mal angehört, Alter. Das war auf jeden Fall High Class, ja, Mann. Ey, danach hatte ich Bauchschmerzen gehabt. Das war geil. Das ist aber auch einfach, ne, Twitter ist ja mittlerweile so eine komische Freakshow geworden. Und da, ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herkommen, die sowas den ganzen Tag posten. Denken die wirklich, das findet irgendjemand geil, wenn die so schreiben? Ich glaube ja. Ey, das ist ja wie vorhin. Wann war das gestern, ne? Da hattest du doch hier irgend so ein so ein paar Tweets von so einer Dame gezeigt, die da die ganze Zeit irgendwie so Fickposts geschrieben hat und darunter dann irgendwie immer 50, 60 Antworten drauf. Und du meintest dann ja auch schon so irgendwie, keine Ahnung, wollen wir mal schauen, was das gibt. Und ich habe dann ja auch nur gesagt, ey, für jeden Neologismus vom Wort Sperma und Sex
einen kurzen trinken, Alter, und du erlebst den nächsten Tag nicht mehr. Ja. Dann hast du Erdbeerbowle reloaded. aber aus dem Koma wachst du nicht mehr aus. So. Das Ding ist aber auch, die hat halt wirklich schon auch, warte, ich hatte das gerade vor mir, die hat, glaube ich, mit Google Translator da gesextet bei Twitter. Also die schreibt dann so Sachen wie, ich brauche eine Umarmung in meiner Vagina mit deinem Penis. Finde ich. Ich habe noch einen. Ich will deinen P***chen, bis das in deinen P***chen trocken ist. Ey, das ist doch aber wie diese Instagram-Pornobots, die einem immer irgendwie dreimal am Tag folgen. Und Dann steht da in der Biografie, steht dann da irgendwie drin, irgendwie, sieh dir meine Eiter-Videos an. Ich frage mich wirklich, ne, diese Methode, ne, die muss ja wirklich funktionieren. Das ist ja wie mit den Spam-E-Mails, die seit 20 Jahren immer dieselben sind. Da müssen ja wirklich irgendwelche Idioten noch drauf reinfallen. Oder auch, wenn die per Instagram angeschrieben werden von irgendwelchen Pornobots und dann da auf den Link klicken. Du brauchst ja im Endeffekt nur wahrscheinlich einen auf 4.000, 5.000Kommentare, die da rausgerendert wurden. So. Ja, und da muss nur einer drauf reinfallen, das rentiert sich dann wahrscheinlich schon. Ja, das ist ja das Ding, du musst ja so besehen, das ist ja im Grunde genommen kostenloser Traffic. So, ne? Also so, das ist normalerweise beim Online-Marketing zahlst du ja Geld dafür, auch für Porno-Traffic und sowas, also für Adult-Traffic. Aber bei dem Dingen, im Endeffekt meldest du dich da bei Instagram an und du zahlst ja nichts dafür. Und wie du schon gerade meintest, so, weißt du, wenn von 10.000 Leuten, die sich darüber kaputt lachen, nur einer drauf tippt, so, hast du nichts bezahlt, hast eine Mal Arbeit gehabt und hast trotzdem den ersten Kunden generiert, weißt du? Ja. Es gibt garantiert halt immer so einen Otto, der gerade zum ersten Mal Instagram in der Hand hat und sich denkt so, wow, also Eiter-Videos, da sehe ich mich. Diese perfekt aussehende Frau, wie aus einem Hochglanzmagazin rausgestiegen, ja, die schreibt mir, dass sie mich geil findet. Das muss ja wohl einfach wahr sein. So, weißt du? Gibt's 100 Pro auf jeden Fall. Natürlich, das ist natürlich. Worauf trinken wir heute, Jungs? Ich kriege aber in letzter Zeit auch super oft Nachrichten von irgendwelchen Abonnenten, wo dann steht, hey, hier, ich habe ein tolles irgendwas von dir gemacht. xyz./ und dann dein Name so. Und ich denke jedes Mal, Alter, wer ist denn so blöd und klickt da drauf und gibt dann da seine Daten ein und dann wird dein Account übernommen, spammt das überall weiter. Also, ich gebe zu, ich bin so blöd und habe mal drauf geklickt. Echt? Aber ich habe nicht meine Daten eingegeben. Oh no. Nein, ich habe nichts eingegeben, aber ich habe letztens davon gelesen, dass wohl auch so ein neuer Instagram-Trick ist, dass irgendwelche Accounts, die wie normale Accounts aussehen, einfach den Leuten schreiben, die den Link schicken und sagen, hey, darf ich das Foto von uns posten? Ah. So. Und dann klicken die Leute halt auf diesen, ja, auf den Link rauf und wollen halt gucken, was denn für ein Foto und wer bist du überhaupt so, ne? Gerade immer so nach dem Wochenende am besten, irgendwie, wenn man irgendwie so was denkt, so, okay, was ist passiert? Bevor wir irgendwie drauf trinken, in welcher Bar sind wir denn heute? Das musst du uns sagen, du hast doch wieder die Ideen. Genau. Du hast dir doch eh schon was aufgeschrieben, du fragst uns das so scheinheilig. Ich hatte eigentlich was anderes im Kopf, aber mir fiel eben spontan ein, weil heute ja die Wahlen sind. Und dann dachte ich, wir sind heute in der Wählbar. Oh Gott. Ich hab hier immer noch von, Schwarz hat vorhin über den Kaukasus schwadroniert und ich habe hier immer noch Wikipedia-Artikel offen mit der Lage vom Kaukasus und da ist Aserbaidschan drin und ich dachte gerade irgendwie an Aserbaidschan. Also. Oder nein, neben Aserbaidschan liegt ja Armenien, Barmenien. Barmenien ist aber auch geil. Geil. Barmenien, da, ja. Da ist auch hier umstritten Abchasien. Abchasien, eine autonome Kaukasusrepublik, das gibt's ja da gibt's ja im Süden von Russland, also am Kaukasus, gibt's ja eine Menge von diesen kleinen Republiken, Nordossetien, Tschetschenien, Tschetschenien ist das bekannteste, ne? Dagestan, Abchasien, Karbadino, Tscherkessien, Dagestan, genau. Ein Kollege von mir ist Dagestaner zum Beispiel, der kommt daher und ja. Aber was noch viel schöner ist, da steht dann auch so hier bei Google dann ähnliche Fragen zum Kaukasus und da ist bei Typ steht Faltengebirge mit Vulkankegeln. Das klingt für mich irgendwie nach so einer ganz komischen Umschreibung auf Fixseiten. Wie beschreiben sich die? Ja, leichter Bauch und Faltengebirgen mit Vulkankegeln. Tinder-Biografie. Bitte schreib das irgendeiner in seine Tinder-Biografie. Ja gut, aber da kannst du, glaube ich, bei Geologie kannst du da echt fündig werden, weil die haben so eine Menge komische Begriffe, ne? Also generell auch, warte mal, Geologie, denk mal irgendwie so komisch, warte mal. Erzählt mal weiter, ich finde bestimmt irgendwas Krankes. Okay, ich habe noch ein paar Daddy-Jokes parat. Ich war letztens in einer Brauchen bald eigenes Jingle dafür, ne? Ist wirklich so. Habe ich auch schon gedacht, für Daddy-Jokes, ich habe auch extra für die Wahlen heute einen vorbereitet. Geil. Also, einen wollte ich mir aber noch erzählen. Ich war letztens in einer Buchhandlung. Nein, ich wollte kein Buch kaufen, ich habe mich in der Tür geehrt. Und da habe ich ein Buch gesehen. Alter, da dachte ich auch so, boah, das ist schon echt Allmann. Das war ein Buch über ein Einhorn und das hieß aber das Neinhorn.
Oh ja, das kenne ich sogar. Das ist ein Kinderbuch, ne? Ja, genau. Ich glaube, das habe ich meiner Nichte gekauft. Okay, ich wollte ja noch den Daddy-Joke droppen, ne? Ja, bitte. Wollen wir erstmal irgendwo drauf trinken? Alter, wir sind ja wir sind so dement, Alter. Ich habe mein Bier schon seit locker 10 Minuten offen. Ich auch, ich habe auch schon getrunken. Okay. Echt, ja, du Verräter. Okay. Ich habe mir eine kleine Story, also was ist Story? Eine kleine traurige Geschichte, die ist mir so ungefähr vor 2 Stunden passiert. Und zwar, ich stand vor dem Klo und habe einfach mal schön reingepisst. Und ich sehe nur so aus dem Augenwinkel, das Ding ist, ich wohne ja in so einem Weindorf, ne? Momentan ist ja Weinernte und so weiter. Und hier, das ganze Dorf besteht gefühlt nur aus Fruchtfliegen. Und dann haben es natürlich auch ein paar Fruchtfliegen bei uns in die Bude geschafft. Und während ich am Klo stehe und pinkel, sehe ich nur, wie so eine kleine Fruchtfliege von der Seite kommt und voll in meinen Mittelstrahl reinfliegt und sich im Klo ertränkt. Steht mir so, ja, Jahrtausende der Evolution. Weißt du, die hätte einfach außen rumfliegen können. Nee, einfach schön die Strahlen kreuzen und dann zack und weg mit dir. Und auf dieses kleine Lebewesen, was in meinem Urin ertränkt wurde, würde ich jetzt mal kurz... Die auf die arme kleine Fruchtfliege, die Thomas totgepisst hat, die alte Sau, ey. Prost, Jungs. Oh, ist das bitter. Ich möchte noch kurz, wir haben ja gerade über Geologie und kranke Scheiße geredet, ne? Und ich habe gerade tatsächlich was Krankes gefunden. Der Fixismus war eine bis zum Paradigmenwechsel der Geologie in den 60er Jahren maßgebliche geotektonische Hypothese, die heute als bla bla bla, egal. Fixismus. Ich meine, guck mal, ich lese, wenn ich es lese, steht da F-I-X-I, aber wenn ihr hört bestimmt F-I-C-K-S-I-S. Versteht ihr als Saarländer? Was? Wieso Saarländer? Fick, Sis, Fick, Schwester. Ach so, oh, oh. Ach, Mann, ey. Ich dachte, die Schwesterwitze sind so der Alabama-Ding. Alabama? Saarland, das sind ja so die Cousinenwitze. Ach so, okay, scheiße. Ja gut, dann habe ich das geografisch falsch eingeordnet. Also ich fand's echt, also in meinem Kopf war das echt lustig gerade so. Aber naja, okay. Soll ich nochmal den Daddy-Joke bringen? Also, da ja heute Wahlen sind, ne? Wenn jemand zu euch sagt, irgendwie, ey, ja, du musst ja noch wählen, ne? Und du willst einen richtig guten Witz machen, dann musst du einfach den Ziffernblock von deinem Handy aufmachen und den so hinhalten und sagen, ich bin schon dabei. Oh Gott. Ja, das zu dem Thema. Ja, die Wahl heute. Ja, also das Gute ist ja, dass, das Gute ist, wir können jetzt ja nur Prognosen treffen, ne? Also ich hoffe ja, dass Armin Laschet es nicht wird. Weil dann ist irgendwie, keine Ahnung, das ist so, ich weiß nicht. Nach Trump, Laschet, Alter, das ist so, keine Ahnung, hört einfach auf mit allem. Ja, aber die deutschen Remakes waren schon immer scheiße. Ist echt so. Sein Video mit seinem Wahlzettel heute war auch großartig. Ja, nee, das kann mal passieren, ne? Ja, das, nee. Nein. Der hat doch gesagt, irgendwie in dem einen Dings da, dass diese Zettel sind sogar vorgefaltet. Das heißt, er hätte es eigentlich normal richtig rum automatisch verdeckt zusammenfalten müssen. Und selbst dafür ist er zu blöd, Alter. Ja, ich bin vor allem, der normale Mensch kriegt das Ding doch zugefaltet. Ja, klar. Also. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Stimme gewertet wird. War rein theoretisch dürfte sie nicht gewertet werden. Ja, aber ich hab eben schon gelesen, dass er wohl doch gewertet wird, aber keine Ahnung, Mann. Ich glaube, auf den einen Penner kommst du auch nicht mehr an. Ja, so aus Mitleid, weil er das nicht hingekriegt hat, den zu falten. Was ich nochmal erzählen wollte, Leute, wir haben ja am Ende von der letzten Folge, haben wir ja diesen, wie heißt das? Nicht wir, du. Ja. Zieh uns nicht mit in die Verantwortung hier. Doch, du hast den. Ich hab's weitergeleitet, damit man mir mit sowas nicht auf den Sack geht. Ich habe gesagt, hier, Daddy cuttet das alles. Genau. Da hat uns jemand geschrieben und gefragt, ob wir am er würde gerne sein Homie pranken und ob wir nicht mal so ein, wie heißt denn so ein Ding hier? So ein Pieper? Ja, so ein Pieper, genau, so ein Notfallpieper, halt, wenn du halt zum Einsatz musst, so, wenn du Bereitschaft hast. Ob wir so ein Piepgeräusch nicht mal einbauen können und am Ende, dass so Leute mit den Stühlen wegrücken und halt aufstehen. Und ich dachte mir so, ja, okay, komm, machen wir. So, habe ich das da reingemacht und natürlich war sein Homie nicht der einzige Mensch, der in der Feuerwehr ist oder er, sondern noch ganz viele andere, die uns immer hören, die in der Feuerwehr sind. Ja, fanden die Leute auf jeden Fall gar nicht geil, kann ich auch gut verstehen, tut mir leid. Ja, das ist jetzt aber nicht alles, ne? Also ich meine, ich will schon, also das einfach nur tut mir leid, damit ist es nicht getan. Okay, was soll ich machen? Soll ich mein Bier exen? Ja, bitte. Ja. Also, das hättest du nicht sagen. Wirklich so. Glück für dich, dass wir hier kein Video haben, aber wir vertrauen dir. Das läuft alles auf Vertrauensbasis. Ja, also, aber der Witz ist weg, das ist halt alkoholfrei. Alter, nicht mal das kriegst du hin, ey. Also wirklich so. Okay, so, jetzt hatten wir ja so ein trauriges Thema, sollen wir uns ein bisschen aufmuntern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ein 15-jähriger Junge hat sich in London ein komplettes USB-Kabel in den Penis gesteckt.
Ja, und das hat einer auf Twitter gepostet mit der Caption: Deutschland Digitalisierung Symbolbild. Das war so geil. Ich kann euch traurigerweise erzählen, der Freund von einem Freund, der hat in einer Einrichtung gearbeitet und hatte genau dasselbe Problem. Der hat sich dieses USB-Kabel halt wirklich eingeführt und meinte halt zu ihm, ja, komm mal mit. Und er so, ja, warum denn? Er so, ja, komm mal mit, ich muss dir mal was zeigen. Und dann waren die im Badezimmer und dann hat er ihm das gezeigt mit dem Kabel und er meinte so, er kriegt das nicht mehr raus, ob er mal dran ziehen könnte. Ey, das ist wie so ein Kickstarter beim Rasenmäher. So. Ja, und er meinte auch so, nee. Dann hat er auf jeden Fall RTW gerufen und die haben sich das angeguckt und er meinte auch, Alter, das habe ich noch nie gesehen. Dann kam der Notarzt, der ist da auch rein und meinte auch, ey, Alter, sowas. Der ist da auch rein, ne? Ja, und der meinte auch, ey, das hat er noch nie erlebt. Naja, lieber verrückt nach Mary, Alter, so, weißt du. Oh, ja, aber. Ja, und das mussten sie dann, er musste dann ins Krankenhaus und das mussten sie dann im Krankenhaus echt Stück für Stück langsam da rausziehen. Alter. Aber wie kommt man auf die Idee, ein USB-Kabel sich in den Schwanz zu stopfen? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich irgendwas in die Harnröhre zu stecken, Alter? Ich meine, so, wenn mal jemand einen Abstrich beim Urologen gemacht hat, der weiß doch, wie unangenehm das ist, wenn dir da was in die Harnröhre reingedippt wird, so, weißt du? Ja, das ist ja anscheinend nicht untypisch. Es gibt wohl echt Leute, die das mit so Stricknadeln oder, hey, wie heißt das? Yeah. Ja, und das stimmt denn nicht mit den Menschen, ey. Und einmal habe ich auch was gelesen, da hat er sich auch die ganze Harnröhre verletzt, weil er sich da echt so einen Pfeifenreiniger reingesteckt hat. Ich mir auch dachte. Ja. So, ich google jetzt nach Penisverletzung. Alter, so, aber ey. Ich weiß nicht, so, das tut vom Hören schon so weh. Das ist so, keine Ahnung. Kennt ihr diese Filme, wo man so sieht, wie einem der Fingernagel abbricht und sowas, weißt du? Und das sind auch diese Phantomschmerzen, ja. Weißt du? Und das ist doch genau das Gleiche, Alter. Ja. USB-Kabel, Pfeifenreiniger, ja, vor allem, Stricknadeln. Also, guck mal, aber wenn du jetzt einen stumpfen Gegenstand hast, wie so eine, wie so ein Pfeifenreiniger oder so eine Stricknadel oder so, ne? Aber so ein Kabel, ich verstehe halt nicht, also wie funktioniert denn das von diesem Widerstand her? Oh Gott. Ich lese hier gerade so Top 7 Penisverletzungen, die man haben kann. Pass auf. Holt man sich beim ungeschützten Sex Chlamydien, kann dadurch eine bakterielle Infektion entstehen. Wird das Ganze nicht rechtzeitig behandelt, kann in seltenen Fällen das Glied anschwellen und sich verdrehen. Auch blockierte Lymphknoten können diesen Effekt haben. Zwar gibt es Medikamente, die helfen, aber wenn man Pech hat, kann man nur noch seitwärts pinkeln. Scheiße, Alter. Das nennt man den Saxophon-Penis. Ist das echt ein medizinischer Begriff? Keine Ahnung, das ist Blick.ch, also wahrscheinlich eher nicht. Ich schwöre, Alter, ich lache gerade, ich wette, ich habe nächste Woche Saxophon-Penis auf jeden Fall. So Karma-mäßig, weißt du. So stehe ich morgen früh auf, will erstmal pissen gehen und mache dann einfach so ein wow, 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 so ein Saxophon-Sound irgendwie oder das, so. Das ist dann so beim ersten Date, fragt das Mädel so unspießt irgendwelche Instrumente. Ansonsten, ja, aber ich habe ein Saxophon-Penis. Oh. Ja, oh das Gott. Ist hässlich, Alter. Apropos Date, ich muss letztens eine Geschichte denken. Die ist ganz lustig. Und zwar, ihr könnt euch doch erinnern, ich habe euch doch mal gefragt, ob ihr vor euren Freundinnen furzt, ne? Das war irgendeine Folge. Ja, ja. Und aus irgendeinem Grund habe ich diese Geschichte damals noch nicht erzählt. Die ist mir letztens wieder eingefallen. Und ich möchte sie gerne jetzt erzählen. Und zwar bin ich einmal mit einer Ex-Freundin, also jetzt Ex-Freundin, aber damaligen Freundin, bin ich mal in eine andere Stadt gefahren, nach München, ja, zu Verwandten dann da. Da war irgendwie Familienfeier, dies, das. So, und wir sind mit so einem komischen Flixbus gefahren. Und diese Busse, die fahren ja irgendwie locker so 8 Stunden oder sowas, ne? Also von Berlin bis München, ich glaube, wir waren 9 Stunden oder 10 Stunden unterwegs, weil wirklich überlang. Und diese Flixbusse sind jetzt auch nicht unbedingt so Komfortbomben, ja. Das heißt, du sitzt die ganze Zeit wirklich, also Großteil der Zeit einfach nur aufrecht da. Also war echt nicht cool. So, und das Ding war, dass, zu dem Zeitpunkt unserer Beziehung, haben wir noch nicht voreinander gefurzt, so, ja, weil das war halt irgendwie, keine Ahnung, vor allem ihr war das unangenehm, also mir war es persönlich eher so egal, aber für sie war das halt irgendwie so ein Thema und deswegen haben wir das nicht gemacht, also das nur jetzt kurz als Vorgeschichte oder sowas, ja, damit alle Bescheid wissen, so, und dann sind wir jedenfalls dann irgendwann unten angekommen, irgendwann abends auch in München und mussten zu unserem Hotel. So, und dann sind wir dahin und sie klagte schon die ganze Zeit, dass sie Bauchschmerzen hatte, so, ne? Also sie meinte so, oh, ne? Und ließ dann auch durchblicken, dass es um Blähungen ginge. Weil ich meine, muss überlegen, sie hat ja 10 Stunden da gesessen und hat halt irgendwie so, ne? Die ganze Zeit, also sie alles verquetschen müssen. Okay, und wir also dann zum Hotel und konnten da irgendwie noch nicht einchecken, weil irgendwie, also wir haben auf meine Eltern noch gewartet und so. Und irgendwie, wir waren irgendwie am Rumlaufen und es war alles
todesunangenehm. Und das Hotel war irgendwie in so einer Neubaugegend, ja. Und das waren so, das muss ich ganz kurz jetzt erklären, weil das spielt nämlich durchaus noch eine Rolle. Das waren so, das war ein großer Bau und der war so U-förmig, ja. Also der war nach oben in eine Richtung, war der offen und dahinter war dann wie so eine Mauer halt eben dieses Gebäude, so, ja. Mhm. So, und in der Mitte von diesem Ding war so ein kleiner Baum und da drumherum war eine Bank. So, und dann gingen wir irgendwie raus und dann meinte sie so, boah, ey, Raphael, es tut mir voll leid, aber ich habe so Blähungen und ey, und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kannst du bitte, also wir gingen dann raus in diesem Hotel, Innenraum, also in diesen Innengarten quasi zwischen den Räumen unter freiem Himmel. Und sie meinte halt, kannst du da bitte kurz weggehen, damit ich in Ruhe, ne? Und ich so, ja, ist okay. So. Jetzt sind Leute, die in Physik ein bisschen aufgepasst haben, wissen ja, wie Wände Schall verstärken können. Sie jedenfalls saß also in der Mitte von diesem Gebäude, was in eine Richtung offen war, wo von allen Seiten quasi der Schall verstärkt wurde. Es war abends, es war totenstill und ich ging halt also weg, weil ich diskret sein wollte und hörte hinter mir auf einmal wirklich den Furz des Jahrtausends, Alter. Und der hallte halt wirklich schon den ganzen scheiß Wänden wieder, so die gegeneinander hoch und also es war halt überlaut und ich zuckte halt echt zusammen, so laut war der. Und drehte mich halt um und sie saß da in der Mitte, hatte schon so Tränen in den Augen und meinte, hast du was gehört? Und ich so, nein, du kriegst den Lachanfall des Jahrtausends. Ja, und dann bin ich zurückgegangen, hab ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und meinte, alles ist gut. Und seitdem haben wir die ganze Sache ein bisschen lockerer gehandhabt. Das war lustig. Also das war halt wirklich, es war eh schon lauter Furz und dann stellt euch vor, so alles drumherum ist ein einziger Resonanzkörper, weißt du, und gibt das Ding halt mit 1000 Dezibel Verstärkung in die Nacht raus. Wundervoll. Ich könnte euch noch eine Geschichte erzählen. Ich war mal wieder bei Rewe. Oh Gott. Alter, und das war wirklich, ey, das war wirklich übel. Da habe ich bei Rewe echt Schweißausbrüche gekriegt, ne? Ich war bei Rewe und ich habe Pfand weggebracht. Und bei diesen Automaten dort ist es halt immer so, du packst halt die Flaschen rein und diese Plastikflaschen, die fahren, die werden dann halt in der Mitte so weggezogen, weil die halt zusammengedrückt werden. Und so Glasflaschen, die fahren halt nach hinten durch und werden dann, keine Ahnung, per Hand sortiert oder so. Mhm. So, ich hatte halt Glasflaschen und Plastikflaschen und dann habe ich Plastikflaschen reingemacht, alles gut. Und dann habe ich Glasflaschen reingemacht, auch alles gut. Ich wieder eine Glasflasche reingemacht und dann sehe ich nur, wie dieses Ding rausfährt in der Mitte und die Glasflasche zu den Plastikflaschen rüberzieht, so, ne? Und dann ist diese Presse gekommen und hat diese Glasflasche einfach zerquetscht, ne? Aber was für ein Rums und dann flogen die Scherben da durch die Gegend, ne? Und Alter, ich dachte so, oh nein, Alter, wenn da jetzt irgendwie so ein Mitarbeiter steht, ne, der denkt doch auch so, was ist denn jetzt hier los, so? Naja, wir haben wirklich schnell abgehauen, ne? Hast du dich für den Pfand abkassiert? Ja, doch, ich habe den Zettel da rausgeholt und bin einfach gegangen und habe die restlichen Flaschen nicht mehr reingemacht. Ja, und dann stehen da irgendwann, stellen sich so die ersten Allmanns an mit ihren drei Plastikflaschen, Alter, und dann fangen die an, so richtig laut auszuatmen und so, weißt du? Das ist echt immer so, ne, dieses Gestöhne dann hinter einem so, ne, und so dieses Entsetzte so von wegen, oh ne, wie kannst du jetzt hier so viel Pfand abgeben? Oh, wegen dir verpasse ich mitten im Leben, du. Das Gleiche, wie wenn wir in der Kasse stehen, ne, also und dann über die Omas aufregen, da vor uns, die nicht klarkommen. Ja, natürlich. Ja, und in dem Fall sind wir halt die Omas, die nicht klarkommen mit unserem scheiß Pfand. Ja, das ist ja nicht mein Problem, die soll ja bezahlen, aber nachher beim Pfand. wisst ihr, woran man merkt, dass man alt ist? Na, sag an. Hexenschüsse. Da hatten wir es ja vorhin schon mal angefangen. Und dann habe ich gesagt, so stopp, an dieser Stelle reden wir nicht weiter. Weil, wenn wir jetzt anfangen, über Hexenschüsse zu reden, dann regen wir uns wieder auf, dass wir es nicht im Podcast gemacht haben. Das wäre ja, stimmt, schwarz. Stimmt. Wer von uns soll anfangen mit seiner scheiß Hexenschussgeschichte? Dicker, ich kann gar nichts erzählen, außer dass ich halt in der Halswirbelsäule und zwischen den Schultern irgendwie so eine Verspannung habe und in der Lendenwirbelsäule. Das heißt, ich bin quasi doppelt verkrüppelt, so quasi gerade. Also so querschnittsgelähmt auf Probe. Ja. Genau das. Einmal das Probe sitzen, bitte. Ja, das ist echt ungeil. Aber ich habe da keine coolen Stories zu, weil ich mache mir halt immer so ganz extrem eine Wärmflasche und ich meine, Jungs, ey, Wärmflasche ist eine so geile Erfindung, Alter. Mhm. Und aber viel mehr mache ich da nicht und ich hoffe halt immer, dass es dann besser wird irgendwie. Meistens wird es auch besser. Ja. Schmuggelt ihr in Wärmeflaschen auch immer Glühwein irgendwie durch die Gegend? Was? Nein. Ich auch nicht. Gibt es Menschen, die so etwas machen? Ja, bestimmt, oder? Ja, Tommy, also Übernachtungspartys bei Kindern oder so, wenn es auffällt, wenn du da mit einem Glühweinflasche im Dings durch die Gegend läufst, dann machst du es halt in die Wärmeflasche. Weißt du, dann hast du nachts warm und kannst immer mal wieder so ein Schlückchen trinken. Das ist doch eigentlich smart, oder? Mm. So die Wärmeflasche zum Trinken. Ja, das ist ein bisschen wie ein Katheter. Geschäftsidee wäre das doch, oder? Ja, auf jeden Fall, oder? Aber bestimmt gibt's sowas schon. Nee, oder? Bestimmt nicht. So, wo du Getränke schön warm hast, deinen Tee warm, kannst du die ganze Zeit kuscheln und dann kannst du ihn auch noch trinken.
Das fehlt. Alter, krass. Wobei, eigentlich kannst du auch einfach einen Teebeutel in eine Wärmeflasche packen, oder? Ja, also ich glaube, das ist relativ gängig so. Also das ist ja, also das habe ich schon öfters mitbekommen. Echt? Das habe ich noch nie gehört. Das google ich jetzt. Das Ding ist ja, du kannst das ja auch zumachen, da sind die ja luftdicht verschlossen. Das ist ja sehr praktisch, so, weißt du? Da entweicht ja wirklich keine Wärme. Das Ding, also das Zeug bleibt halt echt heiß über den ganzen Zeitraum. Ah, das ist voll die gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Okay, Tommy, aber jetzt erzähl von deinem Hexenschuss. Genau. Ja, nee, ich hatte halt auch einen Hexenschuss. Also das Ding ist, wir schlafen halt in letzter Zeit immer bei uns auf dem Sofa, weil mein Arbeitszimmer und Schlafzimmer ist ja eine Etage über der Wohnung quasi. Das ist so ein bisschen außerhalb gelegen. Das ist alles scheiße. Und wir haben halt meistens keinen Bock dann abends, wenn du eh müde bist, irgendwie guckst einen Film auf dem Fernseher und liegst dann auf der Couch und hast keinen Bock, jetzt hier auszumachen und dann durchs Treppenhaus oben ins Schlafzimmer zu gehen, so weißt du. Das heißt, wir schlafen immer auf dieser Couch, aber die Couch ist halt nicht dafür gedacht, dass du da irgendwie einen Monat einfach drauf pennst. So. Mittlerweile ist das so kaputt gelegen, das Teil, dass ich mittlerweile immer mir so vorkomme, als würde ich früh morgens aufwachen und erstmal einen Schlaganfall haben, weil irgendein Teil von meinem Körper ist taub oder so. Und jetzt letztens hatte ich einen Hexenschuss dann erstmal, der jetzt 3 Tage anhielt. Das ist unangenehm, ne? Ja, alt werden ist nicht cool. Nee, deswegen fang früh an zu rauchen und zu trinken. Ja, bin dabei auf jeden Fall. Daddy, du kannst auch also funktioniert das nicht, ja, okay, dann mach's doch lieber nicht. Hey, ich gebe mir Mühe für einen frühen Tod. So. Ja, also Club 27 schaffe ich nicht mehr, aber vielleicht schaffe ich einen Club 47 oder sowas. Oh Gott, aber dann müssen wir dich ja ersetzen. Aber wir hatten das schon mal, ne? Wenn wir jetzt sterben würden, durch wen ersetzen wir uns? Von der Stimme her, Leonard Cohen. Mhm. Oder Barry White. Barry White ist auch schon tot, scheiße. Leonard Cohen ist auch schon tot, scheiße. Okay, gibt es da irgendeinen Lebenden mit einer geilen Stimme, der so eine geile Stimme wie ich sie hat, habe? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Vielleicht irgendwie so ein Sprecher von diesen ganzen Horrorfilmen oder von Sat.1 oder sowas. So, weißt du, keine Ahnung, was das neue Filmereignis des Oktober. Ja, Til Schweiger in Scheißfilm um 20.15 Uhr, den keine Sau gucken will. Scheißfilm 4, die Rückkehr. Nur bei ProSieben. Gab es irgendeinen Film mit Til Schweiger, den man sich irgendwie angucken konnte? Außer in Glorious Bastards? Ich wollte es gerade sagen, aber damit hast du gerade alles genommen, was ich erzählen wollte. Aber auch nur, weil sein Auftritt so halbwegs kurz ist und er nicht so viel redet. Bei Til Schweiger erstaunt mich immer wieder, ne, wie der es eigentlich geschafft hat. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt irgendwie Tatort-Fan oder so, ne, aber die haben ja schon ein erfolgreiches Konzept und ich fand erstaunlich, wie der Typ es geschafft hat, dieses Konzept einfach innerhalb von einer Folge völlig zu sprengen, Alter. Der war ein Tatort? Ja, der hat einen, der hat einen Tatort. Ich habe den Namen vergessen. Er hat auch so einen merkwürdigen Namen beim Tatort, so einen komischen Kommissarnamen. Das googeln wir jetzt einfach mal. Und da gab es auf jeden Fall auch einen Kinofilm zu. Okay. So eine Tatortrolle oder was? Ja, genau. Warte mal, wie heißt? Also ich muss ja aber sagen, ganz kurz mal anmerkungshalber. Du kannst ja mal kurz gucken, wie der heißt. Aber ich will ganz kurz anmerken. Also ich finde, Tatort ist so das boomerigste Boomer-Phänomen, was es gibt. Ja? Oh, jetzt haben wir aber noch mehr Leute hier an der Backe als nach Daddys Feuerwehraktion, ne? Wieso? Ich glaube, Tatort zu leugnen ist so. Wer guckt denn Tatort, Alter? Außer alte Leute und langweilige Leute. Genau, also hier, Til Schweiger heißt auf jeden Fall in den Tatort-Filmen Nick Schiller. Nick Schiller, Alter. Wurde das zufälligerweise von Dings, von Uwe Boll produziert? Dings, ihr kennt ja die Spiele Call of Duty. Ja. Ja. Ne, so, und es, also Nick Schiller als Tatort-Kommissar, ne, mit Til Schweiger, was schon einfach ein ganz anderes Konzept ist, so bla bla bla. Auf jeden Fall nicht mehr Tatort, sondern dieses komische Schweiger-Konzept. Zu Nick Schiller gab es einen Kinofilm und dieser Kinofilm, der hieß Original Chiller of Duty. Ja, das ist doch 100 pro ein Uwe Boll-Film, oder? Ich will so, gucken mal nach. Jeder Schrottfilm oder ja, jeder komische Film in Deutschland, der kommt von Uwe Boll. Also Off-Duty, also nicht Off-Duty, sondern nicht Call of Duty, sondern Off-Duty. Also, Das ist Schwachsinn, Alter. Sehe auch. Nee, ist tatsächlich nicht Uwe Boll dafür verantwortlich. Also sorry, Uwe an dieser Stelle. War nicht so gemeint. Der verbricht ja sonst mal solche Sachen normalerweise, ne? Gab es da nicht mal so eine Sache, dass Uwe Boll, da haben Leute dafür gesammelt, dass er nie wieder einen Film drehen soll? ja, es gab Petitionen auch, ne? Ist schon krass, also wie sehr kann man jemanden hassen? So das Geile ist, es gab mal irgend so ein Filmforum, wo Uwe Boll mit einem bestätigten Account irgendwie Rezensionen zu anderen Filmen verfasst hat. Und das war einfach nur großartig. Der hat da teilweise einfach nur so ein Wortrezension reingeschrieben und so weiter und Filmen einfach nur einen Stern gegeben und so. Das war einfach nur geil. Kacke, ein Stern. Wie hat er selber gemacht? Ja, er hat selber eine Rezension zu Filmen geschrieben. Da gab es mutig so, ne? Zu. Wir haben jetzt die halbe Stunde hier schon wieder fast um, ne? Wie sieht's aus, mal mit dem Song auf die Playlist packen? Ja.
Da wir eben so schön über den Kaukasus geredet haben und über die ganzen Länder da hier, Ossetien, Kabardino, Tschekessien, Abchasien und Dagestan und Tschetschenien, möchte ich gerne als ersten Song Salam Aleikum Bratjam von Islam Itliashev, wenn er so ausgesprochen wird, auf die Playlist packen. Das ist ein Song, dessen Video hat man eben, glaube ich, 100 Millionen Aufrufe auf YouTube, wo er quasi eine Hymne an die ganzen einzelnen Kaukasusrepubliken singt. Und das ist ein ganz traumhafter Song. Das Video ist auch sehr sehenswert, aber hier Salam Aleikum Bratjam von Islam Itliashev. Möchtest du als nächstes? Nimm doch du ruhig. Okay. Ein Zuhörer von uns hat sich letztens sehr gefreut, dass ich Shaka One draufgepackt habe und hat gefragt, ob ich auch die 102 Boys höre. Und ich packe von den 102 Boys Bier auf die Playlist. Ich finde, das passt ganz gut. Und er meinte nämlich auch, dass es halt ein sehr guter Song ist. Ja. Als Anekdote zu diesem Song. Ich war mit Brudi Dopeman, wir haben uns mal an einem Dienstag getroffen, wollten abends eigentlich nur ein Bier trinken. Das Ganze ist halt echt so geendet, dass wir uns irgendwie 12 Starkbier reingeorgelt haben und 12 Jägermeister. Ey, und ich bin nächste Nacht aufgewacht und es war einfach alles dreckig hier, ne? Alles voller Sand und so. Und dann habe ich in meine Jackentasche geguckt und hatte einen Kaktus in der Jackentasche. Wieso hattest du einen Kaktus in der Jackentasche? Ey, weil wir den wohl irgendwie in der Bar mitgenommen haben, weil irgendwie haben wir schon mal über einen Kaktus geredet, dass ein Kaktus halt toll ist. Und ja, dann hatten wir da einen Kaktus entdeckt, genau in dem Format, und dann haben wir den mitgenommen. Was man halt so macht, ne? Das ist halt echt so, ne, wenn du im Vollsuff dann irgendwelche Sachen einsammelst. Aber die gibt's auch einfach nicht mehr her, ne? Ja, lieber ein Kaktus in der Tasche als ein USB-Kabel in der Harnröhre. Sehr, ja, oder die Kombination, stell mir vor, jemand steckt sich einen Kaktus in die Harnröhre. Würde mich das wundern, wenn das solche Videos im Internet geben würde. Du musst mal den Song auf die Playlist packen, Thomas. Genau, pack mal was in die Jukebox. Okay, pack Song auf die Playlist, Baby. Ich nehme von Casper Sirenen. Kannst du bitte mal kurz das True-Suft-Jingle reinballern, weil ich habe nämlich eine True-Suft-Geschichte. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oh ja, erzähl mal. True-Suft. Kennt ihr noch diese South Park-Folge, wo die alle durch den Arsch essen und durch den Mund kacken? Ja. Ja, die kennt jeder, ne? Und also in genau diese Richtung geht auch die folgende Geschichte. Und zwar hat es sich im Jahr 2004 in Texas zugetragen. Ist tatsächlich so passiert. Es gab da einen jungen Mann von 58 Jahren, Michael Warner. Ja, war ein Besitzer von einem kleinen Laden. Und der war halt schwerer Alkoholiker. So weit, so normal in Texas, würde ich sagen. So, aber das Ding war bei ihm, der hatte so ein Rachenleiden. Das wurde jetzt nicht weiter erörtert. Es stand nur davon zu lesen, dass er einen Rachenleiden hatte und deswegen nicht mehr trinken konnte, keinen Alkohol mehr trinken konnte. So. Und was macht jemand, der Alkoholiker ist, aber keinen Alkohol mehr trinken kann? Der spricht mit seiner Frau, ob sie ihm vielleicht einen Einlauf machen kann mit Alkohol. Oh nein. Das Alter. Heißt, deine Frau hat ihm also immer Einläufe gemacht und er hat dann Alkohol durch den Arsch getrunken. Und es ging wohl auch eine Zeit lang ganz gut, bis er halt irgendwie, keine Ahnung hat, warum, aber die waren anscheinend voll in Partylaune, hat er halt an einem Abend 3 Liter Sherry durch den Arsch gesoffen. Ja. Normalerweise, also, und der ist halt daran gestorben, ne? Also, normalerweise kotzt man halt bei der Menge, weil ich meine, das sind 4,7 Promille, glaube ich, die bei ihm gefunden. 4,7 Promille, Alter. Das überlebt halt einfach kein Mensch. Und hätte er das eben, sag ich mal, oral zu sich genommen, hätte er da schon nach 1 Liter angefangen zu kotzen, wie ein Idiot, so, ne? Aber wenn man durch den Arsch trinkt, merkt man das halt nicht, weil das Rektum, die Schleimhäute nehmen das ja sofort auf. Ja. So, und der Typ ist halt damit auch lustigerweise dann 2007 in den Darwin Awards gelandet mit dieser Geschichte. Und in diesem Sinne, Ruhe in Frieden, Michael Warner, du Arschtrinker, Alter. Das ist aber der Vorgänger des Wodka-Tampons. Ich wollte es gerade sagen, ey, diese Wodka-Tampons, ne, wann kam das raus? Das war auch vor 10 Jahren oder so, wo dieser Trend kam? Ja, glaube ja. Ich glaube, ja, das ja. ist immer noch. Ja, das ist wohl echt immer noch. Ne? Oder da war doch auch denn für die Leute so ein Ding, da haben die immer hier die Wodka durchs Auge trinken. Was? Ja, also was ist denn schlimmer, Wodka durchs Auge trinken oder hier USB-Kabel in der Hand? Ja, und da haben wohl einige echt Langzeitschäden von gekriegt, wo ich mir dachte, ach Mensch, ja, wo kommt das denn her? Ne? Ja, aber auch absolut verdient, ey. Ja, wirklich. Und da hatte nämlich, ich habe da mal was drüber gesehen, da hat so ein Arzt mal gezeigt, wenn du dir die ganze Zeit Wodka ins Auge kippst und dadurch den Alkohol löst sich deine Netzhaut halt ab. So. Ja, aber welcher Idiot schüttet sich denn, Alter, wer schüttet sich denn bitte Wodka ins Auge? Okay, das nennt sich übrigens Eyeballing. Eyeballing?
Eyeballing? Ja, ich habe hier gerade das einfach mal Wodka im Auge bei Google eingegeben und das erste, was kommt, ist swissinfo.ch, Bund warnt vor gefährlichen Konsumsarten von Alkohol. Dicker, Alter. Das stimmt ja mit den Leuten nicht so. Ich meine, so, weißt du, ich komme jetzt so voll wie so ein Außenseiter vor, nur weil ich mein Bier ganz normal durchs Maul reinkippe so und nicht durch irgendwelche anderen Körperöffnungen. So, kann ja nicht Sinn der Sache sein irgendwie. Also, was haben wir eigentlich heute für eine kranke Folge, Alter? So, weißt du, irgendwie Sherry durch den Arsch trinken, USB-Kabel in die Harnröhre, Wodka durchs Auge oder durch Tampons, so. Ja, aber ich finde, es ist doch eigentlich wirklich mal ein Spiegel der Gesellschaft. Mit dem zweiten sieht man besser. Im zweiten zieht man besser. Oh. Ey, Jungs, wollt ihr ein bisschen was über Gaming hören? Ja, erzähl. Okay, Schwarz hat ja letztes Mal von GTA erzählt. Mhm. Und es gibt jetzt für GTA ein Roleplay. Und ich sage euch, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, sagt euch vielleicht Arma noch was? Arma 3? Mhm. Nein. Arma 3 ist quasi auch einfach so ein Shooter wie Battlefield oder irgendwas so. Und das sagt auch mir was, ja. Genau, so in diese Richtung auf jeden Fall. Und da gab es früher eine Mod für, die hieß Altes Live. Und ich habe mit Reportagen früher, wir haben teilweise echt 12 Stunden am Tag Altes Live gespielt. Das sind halt, also du gehst auf diesen Server rauf und du spielst halt, du machst halt so Rollenspiel. Du bist halt eine Person und du kannst halt Jobs annehmen. Das sind tatsächlich echte Sanitäter, echte Polizisten und echte Arbeiter und alles. Und diese Arbeiter, zum Beispiel jetzt die Sanitäter, die haben halt wirklich feste Arbeitszeiten so. Und dann musst du da wirklich von irgendwie 8 bis 16 Uhr auf diesem Server rumgammeln und musst halt wirklich irgendwelche Leute verarzten und so. Okay. Naja, auf jeden Fall Altes Live so. Und da habe ich letztens erst dran gedacht, so Mensch, Altes Live war ja witzig. Und auf einmal kam dann halt GTA Roleplay. Das zocken die ganzen Streamer auch gerade alle. Das geht gerade mega durch die Decke. Falls ihr es nicht kennt, ich kann euch mal empfehlen, bei Twitch reinzugucken und den Leuten einfach mal zuzugucken. Es ist wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Krasser Scheiß. Ich war auf jeden Fall auf diesem Server dann drauf. Und ich musste halt echt lange warten. Ich musste mich 2 Stunden in eine Schlange stellen, weil da kommt ein Typ, ein Beamter, und nimmt dich mit und stellt dir halt Fragen, damit du einreisen darfst. So. Du hast 2 Stunden in einem Videospiel in einer Schlange gewartet, damit du spielen darfst. Das ist das Traurigste, was ich gehört habe, seit ich beim WoW-Launch dabei war. Digga, eine Freundin von mir hat fast 4 Stunden gewartet. Aber ey, was ist denn das? Ist das wieder das echte Leben ist schon so langweilig, dann mache ich es mir genauso langweilig jetzt im Videospiel, ja, oder was? Und so beim ersten Mal wurde ich auch ziemlich schnell rausgepickt aus der Schlange, durfte mitkommen, aber ich durfte da nicht einreisen, weil mein Charakter halt eine Jogginghose anhatte. Dann musste ich halt gehen. Das ist einfach der Berghain-Simulator. Alter, der Berghain-Simulator. Jungs, ey. Ja, und dann stand ich halt wieder an und dann, wie gesagt, dann stand ich da irgendwie 2 Stunden oder so. Durfte dann rein. Das Erste, was man machen sollte, ist eigentlich ein Führerschein, weil du darfst dort kein Auto fahren, weil die Polizei, wenn sie dich anhält und du hast keinen Führerschein, ist halt Fahren ohne Fahrerlaubnis und kostet halt ziemlich viel Strafe. Dann bin ich zu einer Fahrschule gegangen und habe dort meine theoretische Prüfung gemacht. Hat auch geklappt. Dann musste ich die praktische Prüfung dort machen. Warte mal kurz. Gibt's dann auch Leute, die stellen sich in einem Videospiel rein und sagen, ich bin jetzt Fahrlehrer und ich bringe jetzt jeden Tag Leuten das Fahren bei in einem Videospiel? Wo du auf original 4 Tasten drücken musst? Habe ich tatsächlich mitgerechnet, dass das passiert, war aber nicht so. Das war tatsächlich ein Bot, der da stand und da musstest dann aber eine theoretische Prüfung machen, also wirklich wie mit richtigen Fahrschulfragen und ich bin gerade so durchgekommen. So, und dann musste ich eine praktische Prüfung machen und musste dabei GTA mit einem Auto durch die Gegend fahren und eine praktische Prüfung machen. Und ich bin original 2-mal durch die praktische Prüfung gefallen. Beim 3. Mal hat es dann halt funktioniert. Alter. Ja. Also ich weiß nicht, also... Sag mir, dass du arbeitslos bist, ohne mir zu sagen, dass du arbeitslos bist. Es ist halt wirklich, also es klingt halt echt nicht cool. Also wirklich überhaupt nicht. Und das sage ich jetzt, also ich bin ja jetzt generell so ein bisschen Videospiel, ich bin ja kein Videospiel-Fan, ich spiele sowas ja nicht, aber also ich bin ja, wenn ich sowas spiele, dann schon eher so grusame Sachen. Also ich spiele ja tatsächlich noch gern so alte Text-Adventures manchmal zwischendurch oder Wolfenstein 3D oder sowas. Oder Doom zum Beispiel auch noch, das alte von 93, aber das klingt sogar mir zu langweilig. Also so. Ich bin ja ein großer Fan von Rollenspielen, ne? Aber wenn, dann bitte auf Twitter und wenn sie keine Fixsahne beinhalten, dann bin ich raus.
schön ein Spritzgepäck mögen. Oder kannst du da bei Altes Live auch sagen, oh, ich würde gerne mal die Zugfixe abgreifen. Ja. Fetteute abmelken in meinen Handschuhen. Kannst du sagen, da fährt Daddy so in seinem rostigen Auto irgendwo, also im Spiel. Ey, du vollbusiger Kupferfuchs. So, Moment, da komme ich jetzt hin. Denn ist in diesem Spiel, da ist ein Typ rumgelaufen und hat die ganze Zeit Leute rekrutiert, die halt keinen Bock hatten zu arbeiten. Du musst dort halt irgendwelche Jobs machen, um halt Geld zu verdienen. Und hat die Leute halt rekrutiert und meinte halt so, ey, sag mal, wie sieht's aus? Wollt ihr euch ein bisschen Geld verdienen? So, und dann hat der Typ Leute mitgenommen und hat einen Straßenstrich gemacht. Und dann konnten da Leute mit ihren Autos vorfahren und die Leute halt einladen und mit denen halt merkwürdige Sachen machen und haben dann da irgendwie 5 bis 10.000 Bitcoin-Dollar bei GTA da bezahlt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt mit dieser Welt einfach nicht. Die Matrix existiert und wirklich. Sie ist krank. Und bei Twitch, ne, das spielen gerade echt, auch diese ganzen großen Streamer, die spielen das gerade echt alle. Das ey, ist, und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich bin eine Hartgeldnutte im Videospiel. Ja, Top 10 erste Date-Gespräche. Auf jeden Fall. Geld ist wirklich sehr seltsam. Ich finde es halt witzig, weil Daddy hatte mich im Vorfeld gefragt, ob ich GTA Roleplay spiele und da meinte ich nee und da meinte er, ja, er erzählt uns mal was und begeistert uns dafür. Ja, also ja, ich kann mir nichts Geileres vorstellen, als irgendwie eine Hartgeldnutte im zweiten, also um so ein GTA-Rollenspiel zu sein, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt einfach nochmal zum kulturellen Teil. Ah. Ey, Schwarz, ich habe gelesen, dass dein Gedichtband aus dem Druck kommt. Ja, oder gekommen ist. Ja, tatsächlich. Ich habe mein neues Buch kommt bald, richtig. Mhm. Wie heißt denn dein neues Buch? Mein neues Buch heißt Du scheinst wie aus Dunkelheit. Ich habe gerade verstanden, du scheißt. nein, das ist ein Gedichtband und der heißt Du scheinst wie aus Dunkelheit, ja. Okay, ja. Erzähl uns mehr, worum geht's inhaltlich? Ja gut, das ist ein Gedichtband, ne? Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie ein Roman, sondern das ist wieder eine Sammlung von Gedichten, 111 glaube ich sind es insgesamt. Soll ich jetzt echt darüber erzählen, so, weil ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Zielgruppe bei uns ist im Podcast, weil es handelt sich nämlich ausschließlich um Liebesgedichte. Und jetzt kommt auch der weirde Teil. Nein, der coole Teil. Es sind tatsächlich biografische Liebesgedichte. Die sind alle zwischen Weihnachten 2020 und Valentinstag 2021 entstanden. In einem relativ kurzen Zeitraum, wo ich, verliebt war. Verdammte Scheiße nochmal. Sogar ich, alter Mann, bin ab und zu ein bisschen zu Gefühlen fähig. Ja, und das war eine sehr, sehr, sehr inspirierende Person, die ich da kennengelernt habe. Und die war halt so inspirierend, dass ich tatsächlich da einen wirklich unermesslichen Haufen an Gedichten geschrieben habe. Und die sind alle in diesem Buch gelandet. Und dann habe ich die meinem Verleger mal geschickt und meinte, wie sieht's aus? Und er meinte, Liebesgedichte, ich hasse Liebesgedichte. Und meinte, ja, aber das Buch machen wir trotzdem. Ja, und jetzt kommt es halt demnächst aus dem Druck. Trägst du uns ein Gedicht daraus vor? Das kann ich tatsächlich machen. Warte, da muss ich jetzt aber erstmal nach der Druckdatei suchen. Kann ich sehr gerne machen, ja. Kommt jetzt ein bisschen überraschend. Deswegen, ja. Du möchtest also wirklich ein Gedicht aus dem Gedichtband hören? Wir machen eine Abstimmung. Also ich sag ja. Tommy, was sagst du? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Hast du schon mal ein Gedicht geschrieben, in dem das Wort Zuchtwichse vorkam? Oh, nein. Das ist wieder los. Ey, das wäre doch auch mal was. Du machst ein Gedichtband, den nennst du Twitter-Abgründe oder so. Und da versuchst du aus diesem ganzen Boomer-Cringe Neuschöpfung für Worte wie Sperma und Geschlechtsverkehr Gedichte zu formen. Das klingt, das klingt nice. Nee, das will ich nicht machen. Das klingt nach einer Herausforderung, Alter. Was wäre denn ein sauberer Reim auf Zuchtwichse? Ja, aber die Gedichte, die ich schreibe, reimen sich ja nicht. Also das sind ja so. keine gereimten, so, weißt du, das ist ja, das Reimen ist ja so ein bisschen oldschool. Ich sollte vermutlich einen lesen, der so ein bisschen so zu unserer Klientel auch passt, ne? Liebesgedichte bei uns. Ja, deswegen, also so irgendwie zumindest irgendwas, was so ein bisschen, sag ich mal, nicht ganz so viel Herzschmerz hat. Also es hat eigentlich generell wenig Herzschmerz. Das Ding ist halt, alle Gedichte davon haben halt immer noch die sind biografisch irgendwie, also sind aus bestimmten Situationen heraus entstanden. Zum Beispiel könnte ich das hier vorlesen, das heißt In der Schlange vor der Post. Und da habe ich tatsächlich in der Schlange vor der Post gestanden und das Gedicht geht so. Musste ich gleich wieder an GTA Roleplay denken. Okay. Mordpläne in den Baumkronen und niemand, der es merkt.
Es ist zu kalt und die Schlange ein nervöser Tausendfüßler, weil keiner persönlich angetroffen wurde und die Pakete in einer Filiale gebracht worden sind und niemand sieht, wie die Engel rausgleiten und jedem Segment persönlich die Kehle durchschneiden, um deine Sendung zuzustellen. Die Verkürzung meiner Wartezeit in der Kälte mit Messern überbracht. Das ist schön. Ja, danke schön. Wollen wir einmal klatschen für Schwarz? Okay. Dann kann man rüber klatschen. Ja, danke. Ah, wo wir gerade bei eigenen Projekten sind, ja. Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ich habe mal die zweite Version meines Trinkspiels rausgebracht. Ach was. Und da habe ich auch natürlich euch verewigt als Karten. Ernsthaft jetzt? Genauso wie, ja, auf jeden Fall. Geil. Also deine Karte Schwarz zum Beispiel, die heißt Schwarzseher. Schwarzseher, ja. Und wenn du die Karte, also ich sag mal, das Spiel funktioniert halt so, du startest einfach nur das Video, der Reihe nach pausieren deine Mitspieler dann einfach das Video und dann musst du quasi die Aufgabe erfüllen, die auf der Karte steht, bei der du das Video gestoppt hast. Das sind irgendwie 215 Karten mittlerweile insgesamt oder so. Und deine Karte Schwarzseher wäre zum Beispiel, mach die Augen zu, dreh dich ein paar Mal im Kreis und zeige dann mit geschlossenen Augen in die Richtung eines Mitspielers. Öffne die Augen, zeigst du auf einen Mitspieler, trink dieser 3 Schlücke, zeigst du auf keinen Mitspieler, trinkst du 3 Schlücke. Deine Mitspieler dürfen sich nicht mehr bewegen, wenn du aufgehört hast, dich zu drehen. Daddys Karte zum Beispiel heißt Who's Your Daddy? Du darfst einen Spieler deiner Wahl nur noch mit Daddy ansprechen. Darüber hinaus musst du jedes Mal, wenn du trinken willst, deinen Daddy um Erlaubnis fragen. Vergisst du das, trinkst du 2 Schlücke. Verbietet dein Daddy dir zu trinken, beziehungsweise antwortet er nicht, so trinkt er deine Anzahl an Schlücken. Und da hatte mir auch jemand ein Bild zugeschickt, wo er halt diese Karte hatte und hat dann nur geschrieben, das ist ein bisschen komisch, wenn du das mit den Eltern deiner Freundin spielst. Sehr gut. Ja. Es aber gibt aber auch eine ohne Sinn und Aber-Karte, die heißt einfach nur ohne Sinn und Aber. Trink doch einfach mal 6 Schlücke. Also ein Spiel für die ganze Familie, falls ihr ja schon immer mal nach 10 Minuten voll sein wolltet, gönnt euch. Ja, geil. Und postet die Sachen in eure Stories. Danke. Kurze Frage noch dazu, ist das ein neues Kartenspiel komplett oder ist das noch eine Ergänzung zu dem alten? Nee, das ist eine Ergänzung. Also ein paar Karten hatte ich abgeändert von der letzten Version und es sind irgendwie 100 Karten neu oder sowas. Ach so, ja, das ist doch geil. Ja. Also ich mache da alle, weiß nicht, jedes halbe Jahr oder so mal ein Update, wo ich dann immer neue Karten dazu packe. Voll cool. Also danke auf jeden Fall, finde ich nice. Also freut mich. Ja, gerne. Doch. Es gibt auch noch eine andere Karte mit dir, die habe ich aber nicht gefunden. Da habe ich deinen nackten Charakter drauf gepackt und ich weiß auch nicht mal, worum es ging. Ich glaube, man muss einen Schluck trinken für jedes Kleidungsstück, was deine Mitspieler permanent ablegen. Ah, okay. Ich möchte übrigens kurz anmerken, dass ich gerade entgegen meiner Gewohnheiten eine Jogginghose trage. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Was? Bist du krank? Tut mir voll leid, gut? Mann. Keine Ahnung, ich weiß es willst nicht. Willst du reden? oder willst du nur nicht, dass wir sehen, dass da noch so ein USB-Kabel rausguckt? Einmal aufladen. Stell dir mal vor, du gehst in so einen Apple-Laden und sagst so, ja, irgendwas stimmt hier mit meinem iPhone-Ladekabel nicht. Okay, Jungs, aber ey, diese Folge muss auf jeden Fall USB-Stick in der Harnröhre heißen oder USB-Kabel in der Harnröhre. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist bei Spotify. Ich hätte die Folge jetzt einmal aufladen bitte genannt. Fand den Satz ziemlich schön. Ja gut, das passt ja sogar dann zu den Rektaltrinkern. Ne? Einmal volltanken bitte. Ja. Einmal volltanken. Übrigens, alles im Arsch. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz noch anmerken, wo wir gerade von unseren kulturellen Errungenschaften sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber wir haben ja in der letzten Folge, haben ja die Literaturfreunde Köln-Mühlheim, haben ja diese 3 Leerzeichen-Folge vorgelesen. Und im gleichen Zuge haben wir danach ein bisschen rumschwadroniert, dass es irgendwie eine geile Sache wäre, wenn es so Fanfictions gäbe mit so einer 3-Fragezeichen-Verarschung als wir. Wir haben dann gesagt, 3-Promille-Zeichen und sowas. Und das Geile ist jetzt, hat sich tatsächlich einer eingefunden, einer unserer Hörer. Ich werde seinen Namen jetzt noch nicht nennen, ich weiß, ob er das möchte. Wenn er es doch will, werde ich es beim nächsten Mal tun. Der schreibt gerade tatsächlich eine 3-Promille-Zeichen-Fanfiction. Also eine komplette Detektivgeschichte mit uns. Und das finde ich extrem geil. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal alle Zuhörer, die Bock darauf haben, herzlich dazu animieren, dass ihr irgendwelche geisteskranken 3-Promille-Zeichen-Fanfictions entweder als Hörspiele einsendet oder als Bücher oder was auch immer. Weil ich finde, das ist eine extrem geile Sache. Und es wäre wunderschön, wenn wir uns dabei nicht andauernd gegenseitig ficken würden, sondern wenn wir dabei irgendwie wirklich irgendwelche Fälle lösen oder verballern würden. Das fände ich schon kommen, Alter. Die 3-Promille-Zeichen und das USB-Kabel in der Hand. und das Spritzgebäck des Grauens. Nee. Und nein, die 3-Promille-Zeichen und das verloren gegangene USB-Kabel. Und das Geheimnis der Zugwichse. Der verschwundene Abmelkanten. Der verschwundene.
Runden abfällt. Ja. Oh Jesus, ey. Kennt ihr auf Twitter immer diese komischen, oh Gott, wie nennen die sich? Findem? Also von finanzielle Domi. Ja, Findoms, oh ja. Ja, die dann immer schreiben, habt ihr schon eure Kleinschwanzsteuer gezahlt? Alter. Kleinschwanzsteuer. Ich hoffe, bei der nächsten Bundestagswahl hier wird die endlich mal gesenkt. Ich bin echt pleite. Jungs, dadurch, dass, also ich weiß, also ja, wir haben ja die letzten Male irgendwie öfters von Amboss-Oktagon gesprochen, ne? Und irgendwie kommt dieser Amboss-Oktagon extrem gut an. Es gibt ja mittlerweile auch einen Instagram-Account namens Amboss-Oktagon, der da irgendwelche ohne Sinn und Aber Memes rausboxt, die ich alle ganz großartig finde. Und ich dachte mir halt, dass ich dieses, also wenn ihr Bock drauf habt, dieses Amboss-Oktagon-Ding noch so ein bisschen ausbaue. Und zu diesem Zweck habe ich nämlich angefangen, alte Tweets von mir rauszusuchen, wo ich Amboss-Oktagon erwähne. Und da wollte ich fragen, sollte ich da, also es sind jetzt drei Stück, soll ich die mal vorlesen? Habt ihr Bock darauf? Ja, mach doch. Okay, cool. Also warte mal ganz kurz. Gibt es, darf man Amboss Octagon bildlich darstellen? Also es gibt jetzt kein Bilderverbot wie in anderen Religionen. Ja, nö, also keine Ahnung, weil weil viele fragen sich ja wahrscheinlich auch, wie stellt man sich denn bildlich eigentlich vor? Das gab es auf Twitter auch eine Zeit lang und also ich weiß nicht, es ging so in die Richtung, eine Mischung aus Thor, dem Donnergott, und einem frisch geborenen Säugling. Okay. Das wäre Amboss Octagon, ja. Also das ist halt das Ding, er hat noch kein Gesicht, aber das ist ja das Coole. Also es sind doch alle herzlich eingeladen, Amboss Octagon zu zeichnen oder irgendwie bildlich darzustellen oder Memes damit zu machen. Ich finde das total großartig, dass diese vollkommen bekloppte Kopfgeburt von mir wie so zum Leben erwacht. Jedenfalls habe ich eine Zeit lang halt, und darauf möchte ich jetzt gerade zu sprechen kommen, Romananfänge umgeschrieben. Und ich weiß, ihr kennt vielleicht den Romananfang von Der kleine Hobbit. Und der fängt so an. In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen, nassen Loch, in das die Enten von irgendwelchen Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm und Moder roch. Das wird gerade nicht besser, Alter. In einem feuchten, tiefen Loch, wo irgendwelche Würmer reinbaumeln. Alter, richtig. Hilfe. Und ich habe daraus jemals einen Tweet gemacht. In einem Loch im Boden, da lebte Amboss Octagon. Nicht in einem feuchten, schmutzigen Loch wie bei deiner Mutter, sondern das von Dildo Beutlied, den Erdbeermundpenner aus Mittelscheiße und damit Gummo, Another Day in Paradise. Also das hat Spaß. Ich habe seit langem wirklich so Romananfänge einfach in Amboss Octagon mäßig umgeschrieben oder eben auch generell Amboss Octagon in andere Universen eingeführt, zum Beispiel hier bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Amboss Octagon kommt nach Neustadt, packt Benjamin Blümchen am Rüssel und benutzt ihn als Morgenstern, um Bibi Blocksberg zu zerschmettern. Und beim anschließenden Exklusivinterview mit Carla Kolumna zerquetscht er die Zeitungsschlampe mit dem Daumen. Jo. Diesen Tweet hätte ich gerne gezeichnet als ein Comic. Als eine Comic DIN A4-Seite. Mhm. Aber am besten ohne den Namen der Redaktion, sonst kriegen wir Stress. Ja, ja, klar. Und dann habe ich noch einen letzten, den ich vorlesen möchte, auch ein Tweet von mir. Ich soll euch von Amboss Octagon grüßen. Er chillt in den hintersten Winkeln meines limbischen Systems und schreibt asklepiadeische Oden auf Menschenhaut mit seinen nach Nougat duftenden Fäkalien. Und anschließend geht's mit einer Armee Kriegselefanten über die Alpen. Postkarte folgt. Alter, dieses Postkarte folgt. Finde ich super. Ich finde, das wäre auch generell ein guter Abschluss immer für WhatsApp-Nachrichten oder so, wenn man keinen Bock mehr hat, so ja, Postkarte folgt, ne? Ja, ja. Jo, apropos Abschluss. So, und jetzt kommt der Fragenlotto. Ja, Mann. Was ist euer Lieblingsdatum? Datum? Ja. Betretenes Schweigen. Ja, ey, ich habe da auch, also was ist euer Lieblingsdatum? Also, müssen wir es auch begründen oder sollen wir einfach nur sagen, was unser Lieblingsdatum ist? Nö, also. Wir müssen nicht begründen, ja? Nein. Die Frage war nur, was ist euer Lieblingsdatum? Okay. 24. Dezember jeden Jahres. Ich hab persönlich gar kein Lieblingsdatum. Irgendwas muss er bringen, komm. Ja, pass auf, ich habe am 30.11. muss ich immer an den 30.11.80 Song von Sido denken. Dann ist er 30.11. Ja. Ich muss echt immer an den 30.11.80, also das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, mein Lieblingsdatum, aber das ist irgendwie so ein Datum, was auf jeden Fall auch so sehr krass in meinem Kopf einfach ist. Ich weiß, was mein Lieblingsdatum ist. Warte. Ich glaube, das ist der, ich kann es sogar begründen dann auch, das mache ich sogar auch. 16. Juni 1904, das ist der Bloomsday.
Das ist der Tag, an dem die gesamte Handlung von dem tausendseitigen Roman Ulysses von James Joyce spielt. Ihr ungebildeten Schweine. Ja. Hi. Mein Name ist Tommy. Und mein Name ist Tommy und ich lese das Neinhorn. Nee, es war mir zu hart. Aber übrigens, wo wir gerade beim Thema hart und lesen sind, ich hatte eben noch Twitter offen und da ist mir natürlich wieder ein Tweet in die Augen gestoßen, wie wir sie schon den ganzen Tag quasi zitieren. Und den habt ihr auch schon gelesen und ich würde ihn gerne nochmal rezitieren. Und zwar: Beim Studium deiner überragend schönen Bilder bildet sich der Vorsaft ohne Zutun auf meiner Eichel. Selbst wenn ich mir vor Minuten das runtergeholt habe, du bist derart bildhübsch und makellos gebaut, dass ich in meinem Alter wieder zum Mehrfachspritzer mutiert bin. Danke. Ja, da kann Danke James, am Ende. Da kann James Joyce auf jeden Fall einpacken. Also sorry, Bro. Fick dich, Bro. 1000 Seiten Ulysses einfach so und du hättest so kurz alles fassen können und naja. Das ist einfach deutsche Dichtkunst im Jahre 2021. Auf jeden. Hast du noch eine Frage, Digga? Könntet ihr nicht mal Hörbücher einsprechen? Wir sind noch dabei. Das ist doch ja quasi ein Hörbuch, nur ohne Drehbuch und ohne Konzept. Ja, wir warten noch auf das Skript von den 3-Promille-Zeichen. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Die 3-Promille-Leichen wäre eigentlich noch besser, oder? 3-Promille-Leichen. Ja, habe ich ein Promillezeichen, aber das, ey, wir können ja ganz ehrlich, wir machen da einfach so, bei jeder Folge und jedem Buch und jedem Hörbuch, was wir da machen, machen wir einfach schreiben wir was anderes drauf. Das Logo ist immer dasselbe, aber wir schreiben immer ein anderes drauf, das ist doch geil. Damit auch unsere Demenz so ein bisschen zu Geltung kommt, weißt du? Immer den Namen vergessen. Ja, ich finde, die Frage ist auch leider nicht weiter ausgeführt, ne? Von wem könnt ihr mal Hörbücher einsprechen? Ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass das jetzt irgendwie speziell irgendwie auf fremde Bücher bezogen ist oder so. Also ich sag mal so, wenn hier irgendein Audioproduzent zuhören sollte und sagt, ey, eure Stimmen sind so geil, die legen sich mir so auf mein Trommelfell, dass sich bei mir auf der Eichel ganz ohne Zutun bildet. Dann kontaktiert uns sehr gerne über E-Mail oder wie auch immer man uns kontaktiert. Wir stehen und alle zur Verfügung, um unsere Stimmen für Zuchtwichser und Abmelkhandschuhe zur Verfügung zu stellen. Genau, wir sind käuflich notfalls auch unter der Woche von 10 bis 15 Uhr auf dem Strich von Los Santos in GTA Roleplay. Ja, nee, okay. Also ich würde es machen. Ich würde es auch machen, ja, auf jeden Fall. Ich würde auch Cartoon-Charaktere einsprechen, ja, in Animes und so. Aber da musst du so komisch schreien, so in Animes, ne? Mickey! Ja, das ist also so ein Dachs, so, weißt du? Donald, was machst du da? Haben wir noch eine Frage? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die habe ich bei Twitter schon öfter nämlich gesehen und da gab es auch Krieg. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Mit. Ich würde auch mit sagen. Ey, diese kranke Bastarde seid ihr doch. Ja, warum? Mann. Halt deine Schnauze, das Alter, du Non-Believer, Alter. Die scheiß Butter schmeckst du doch eh nicht daraus, oder? Natürlich. Du hast doch eh schon so viel Palmöl in der Bums. Wenn du dick genug Butter drauf machst, schmeckst du es auch. Also das muss schon. Das ist ekelhaft. Ja, das muss richtig. Du isst doch so ein Butterriegel mit Nutella oben drauf, oder? Ja. Mitunter? Ja. Mitunter tue ich das. Ja. Ja, also, aber ich finde, Nutella schmeckt eh nicht so geil. Ich bin voll der Ovomaltine-Mensch. Ovomaltine? Weil wenn du dann in so ein Ovomaltine-Glas reinnippst, dann hast du noch die Lustnoppen so mit da draußen, weißt du? Die Lustnoppen. Ja, da ist so crunchy Zeug. Ich finde, das schmeckt schon ziemlich geil. Das sagen aber wirklich viele, dass wenn sie, als sie zu Ovomaltine gewechselt haben, dass das halt besser ist als Nutella. Aber mit der Butter würde ich halt voll unterschreiben. Also das ist bei Twitter immer wieder mal Diskussion, ne? Genau wie diese Pfannkuchen- und Berliner-Frage. Ja, aber das sind ja auch so Sachen, da jedes Mal brechen da neue Glaubenskriege aus, ne? Also guck mal, das sind dann die gleichen Leute, die sich darüber lustig machen, wenn sich irgendwie so Religionen bekriegen, sind dann die stundenlang darüber die Köpfe einschlagen, ob Nutella mit oder ohne Butter oder ob irgendwie Ovomaltine oder Kaba oder so, weißt du? Also, würdet ihr in den Weltraum reisen, wenn ihr könntet? Natürlich. Auf jeden. Ich habe letztens irgendwas gelesen, dass jetzt zum ersten Mal irgendwie Weltraumtouristen da oben waren, ne? Ja, ich glaube, also, die Ticket kosten ein bisschen mehr als BVG-Monatskarte, denke ich mal, ne? vielleicht sponsert uns das hier mal einer, damit wir live einen Podcast, der erste Podcast aus dem Weltall. Ja, das wäre schon geil. Überleg mal, Elon Musk, bestimmt schon, oder? Wisst ihr natürlich, ob Elon Musk unseren Podcast hört? Und wir können ihn ja mal schreiben, der kann ja Deutsch. Mal. Ja, genau, fragen wir mal. Elon Musk, alter Bitcoin-Ficker, hörst du unseren Podcast? Wir hätten dein Anliegen.
Kannst du uns mal bitte so ein Vierer-Ticket sponsern? Ich meine, der hat auch schon ein Auto da hochgejagt. Da kann er uns ja wohl auch mit einer Rakete mal hochbringen, dass wir ein bisschen Fixsahne-Witze reißen können. Ja, nur deswegen im Weltall. Hat schon mal einer auf der ISS oder so sich einen runtergeholt? Gab es schon den ersten offiziellen Allwichser? Bestimmt. Mr. Allwichsend? Das klingt wie ein YouTube-Kanal, Alter. Wirklich? Ja. Aber bestimmt, oder? Ich meine, die sind doch da 3 Monate oben. Ich meine, die wird doch auf. Also klar müssen sie sich mal zwischendurch abmelken. Ja, aber gibt's da irgendwie, haben die da. Abmelkhandschuhe? Weißt du, wie für Kühe so ein Abmelk-Ding? Weißt du, dass da nicht auf einmal dann irgendwie dein Sperma in irgendwelche Sachen reinfliegt? Stell dir mal vor, du wankst erstmal so schön auf der Raumstation, Alter, und dann schneidest du. Dann sieht's aus wie hier in so einer Schneekugel, die du so schüttelst. Oh Gott, wir haben einen wunderschönen Bogen zum Anfang geschlagen, Jungs. Ja, das ist jetzt das leidige Thema. Bester Pizzabelag. Zuchtwichse. Oh Gott. Nein, was? Käse natürlich. Oder meint er jetzt so, was man bestellt? Nö, allgemein einfach bester Pizzabelag. Aber wir hatten doch schon mal das Thema mit der Pizza Hawaii. Ja gut, aber das ist nicht bester Belag. Ich habe nur gesagt, dass ich Pizza Hawaii nicht abgeneigt bin. Ja, nö, aber das war jetzt auch gar nicht darauf bezogen. Also ich finde alles mit Barbecue-Soße geil. Barbecue-Soße auf der Pizza? Aber kennst hallo. Kennst du das gar nicht? Nee, das habe ich noch nie gehört. Dicke, das echt sind Pizzen, nicht? Die ich ficken würde, Alter, auf jeden Fall. Ja. Echt? Mhm. Also ich esse sie, aber ich würde sie ficken. Also aber sagst du, das ist so ein bisschen das deutsch-italienische Pendant zum Apfelkuchen aus American Pie. Sozusagen. Schwarz mit der Barbecue-Pizza. Aber das ist doch sowieso so ein Ding, irgendwie Barbecue und Sauce Hollandaise, das ist doch so. Oh, Sauce Hollandaise auf Pizza, das ist einfach nur krank. Nee, ja, warum? Geht schon, klar, geht schon. Oh, ich hasse Sauce Hollandaise generell. Echt jetzt? Ja, ja, auch diese Spargelsaison, Alter. Immer wenn die Allmänner dann in der oralen Phase hängen geblieben sind, sich wieder Spargel reinorgeln, das Zeug wegdeepthroaten, dann noch mit ihrer komischen Sauce Hollandaise und dann pissen die da irgend so ein stinkendes Zeug aus, Alter. Spargelsaison ist auch richtig. Da mache ich mir jetzt die Feinde. Ich bin jetzt dein Part mit dem Feuerlöscher. Ich hasse Spargel. Du hast, nee, Spargel finde ich okay. Nee. Spargel rein an für sich, so kann ich schon essen, aber dann ohne Sauce Hollandaise. Aber ich finde, dann schmeckt Spargel halt noch überhaupt nichts. So. Nee, ist auch Spargel schmeckt schon doch auf jeden Fall. Findest du? Ich finde, der ist relativ geschmacksneutral, so ein bisschen wie dieser Stumpen vom Brokkoli. Ja, die Richtung, ich weiß, was du meinst, aber nee, das ist schon geschmacksintensiver. Also ich bin jetzt auch kein Spargel-Fan oder Genießer oder was bei sich oder sowas, das kann man nicht sagen, aber ich esse ab und zu schon ganz gerne, ja. Mhm. Ja. Ja, wenn Spargelsaison ist, machen auch viele Lieferdienste auch immer so Experimente mit Spargelpizza. Mhm. Das wäre doch was für Tommy. Spargelpizza hatte ich aber auch schon. Die hatte meine Freundin irgendwann mal so ein Tiefkühlding, hat sie mal gekauft. Und da habe ich die Reste gegessen. War okay. Nur eine Frage? Oh Gott. Lieblingsfilm? Heat mit Al Pacino und Robert De Niro. Das ist voll schwer. Also ich definiere Lieblingsfilm immer so als die Filme, die man einfach immer angucken kann. Ja. Ja. Das ist bei mir zum einen V wie Vendetta und Ziemlich beste Freunde. Das sind die beiden Filme, die kann ich mir immer anschauen. Ich finde den so dämlich, den Film. Echt? Der Comic war geil, aber der Film, der war so eine Schande. Also wirklich. Ich habe von vielen gehört, dass der Comic besser wäre, aber ich lese nicht so viel Comics. Aber ich fand den Film toll. Ich mag den. Nee, ich fand das so dämlich, wo die nachher alle mit der Guy Fawkes-Maske da stehen und sowas. Und hier Revolution dies, das und so. Und nee. Der Comic, also als Comic, finde ich, funktioniert die Geschichte ziemlich gut, aber als Film fand ich die jetzt, naja. Aber ich will dir nicht deinen Lieblingsfilm verderben, also um Gottes Willen, gönn dir. Also ich finde mit Filmen, das ist sowieso so krass geworden, als halt diese ganzen Streaming-Dienste alle da sind. Ey, man ist ja so voll geballert mit Filmen und Serien und so. Ey, ich weiß auch wirklich absolut gar nicht mehr, wo man gucken soll. Ich gucke mir auch einen Film an und frage mich eine Woche später, was da war, und ich kann es dir nicht mehr sagen. Das ist aber das Alter, das ist kein Phänomen von Streaming-Diensten. Aber ja, das stimmt schon. Also Filme gibt es mittlerweile halt so viele. Und ich habe zum Beispiel das ganze Jahr über bislang habe ich insgesamt 5 Filme geguckt. Jetzt die letzten Tage habe ich wieder ein paar mehr geschaut. Aber ich merke halt so, dass man so die Geschichten sind halt doch immer wieder sehr ähnlich so, ne? Und vieles hängt ja, glaube ich, auch dann damit zusammen, in welchem Alter man Filme geguckt hat und so, ne? Und ja. Ja, vor allem vor kurzem, da kam, es wurde ja jahrelang darüber geredet, dass Space Jam 2 kommt. So, ne, ja. Das war ja immer wieder Thema. Auf einmal ist dieser Trailer da, ne, und ich denke so, oh krass, normalerweise, weil immer so Trailer kommt und dann dauert das noch irgendwie, oder der Teaser kommt, ewig, bis dieser Film rauskommt. Auf einmal war dieser Film schon da und ich dachte nur, Alter, wie schnell ging das denn jetzt? Und jetzt habe ich, keine Ahnung, von einer Woche oder so gesehen, dass es den Film inzwischen schon bei iTunes gibt. Gibt schon Space Jam 2, ja? Ja, der ist schon, den kannst du dir halt jetzt schon runterladen, musst nicht mehr ins Kino gehen. Ich glaube, den gucke ich mir mal an. Ja, ich wollte ihn auch gerne gucken, aber ich weiß nicht, der Trailer hat mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt, weil ich bin halt sehr auf dem alten Space Jam 1 so. Ja, der war super.
Ja, und ich bei dem zweiten, ich weiß nicht, ich bin ja halt so skeptisch, ich weiß nicht. Ja, und also der Titeltrack vom ersten Space Jam 1, der war halt auch ziemlich geil, ne? War von den Quad City DJs, ne? Wie hieß denn der noch, der Song? Welcome to the Space Jam. Ach so, ich meine eigentlich den anderen hier mit Be Real und so. Monsters. Hit 'em high, hit 'em high, hit 'em high, hit 'em high, hit 'em low, hit 'em low, hit 'em low, hit 'em low. Genau, ja, das war ja die Monsters Anthem. Ja, ja, genau, den meine ich eigentlich. Ja, der war cool. Ja, und stimmt, hier ist Song, ich sehe gerade, hier ist Quad City DJ Space Jam. Ja, du hast recht. Ja, ja. Ja, okay, was habt ihr noch für einen Song für die Playlist? Aber hallo, mir ist aufgefallen, weißt du, ich meine, ich habe ja eben sofort das Orchideen-Ding genommen mit diesem Islam Italia Chef. Und jetzt denke ich mir, ich habe bislang noch kein einziges Mal eine meiner absoluten Lieblings-Hip-Hop-Gruppen für diese Playlist nominiert und das ist eine Schande. Und deswegen nehme ich diesmal Welcome to the Terror Dome von Public Enemy, einer meiner Lieblingssongs, seit ich, glaube ich, 10 oder 11 Jahre alt bin. Unglaublicher Tune von deren Fear of a Black Planet Album. Ich nehme von Papa Roach Last Resort. Oh, Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Gab es auch jetzt letztens eine Neuauflage übrigens. Ja, auf jeden. War auch nicht schlecht, aber ich fand den alten besser, den Original. Ja, das alte ist halt ein Klassiker, ne? Ich finde auch da. Also bei einigen Songs finde ich immer sowieso nach so 20 Jahren, man sollte die nicht einfach nochmal neu machen. Funktioniert oft nicht. Nee. Ja, ich nehme Fair von Nura. Ich glaube, das war es auch schon wieder. Wir haben jetzt hier auch schon Ohr. Wir haben ordentlich einen auf der Uhr heute hier. Tschüss. Ach, tschüss. Tschüss.